Das ist Kibbe. Salam, ich bin Amin und mir ist es egal, ob es aus Syrien oder Libanon kommt. Hauptsache, es kommt aus der Levante und es schmeckt sehr, sehr gut. Ja, Habibi. Wir fangen damit an, 2000 Bulgur in 2000 Wasser einzulegen und für eine halbe Stunde ziehen zu lassen. Und in dieser halben Stunde schauen wir nicht unsere Lieblingsserie, sondern bereiten uns die Füllung. Etwas pflanzliches Öl und ein Stück Butter dazu. Zwei mittlere Zwiebeln und jetzt unser Fleisch darauf. Und wenn sich die Farbe des Fleisches anfängt zu verändern, dann würzen wir das Ganze mit einem Esslöffel Salz, etwas Pfeffer, ein Teelöffel Chiliflocken, einen halben Teelöffel Zimt und etwa ein Esslöffel Granatapfelsirup. Ihr müsst das Ganze weiter braten, bis das Wasser komplett getrocknet ist. Sobald das Ganze trocken ist, einmal den Herd ausschalten, beiseite abkühlen lassen und jetzt machen wir unseren Teig. Das hier ist eine Methode, die jeder selber zu Hause machen kann. Und der Teig ist vegan. Normalerweise würden wir einen Fleischwolf brauchen und der Teig würde dann aus Fleisch und Bulgur bestehen. Also das ist gerade nicht die traditionelle Methode. Nach einer halben Stunde sieht unser Bulgur jetzt so aus. Der hat das komplette Wasser verschluckt. 350 Gramm gekochte Kartoffeln, 3 Esslöffel Speisestärke. Ein Teelöffel getrocknete Minze, ein Teelöffel Kreuzkümmel, ein Teelöffel Zwiebelpulver, ein Teelöffel Ingwerpulver und ein dickes Teelöffel Paprikapaste. Jetzt alles mit der Hand zusammenmischen. Ein Teelöffel Salz und etwas Pfeffer. Und irgendwann, wenn es so trocken ist und ihr denkt euch, okay, es braucht schon ein bisschen Wasser, dann nehmt euch bitte heißes Wasser und bitte nur esslöffelmäßig, also nicht viel. Das Ganze wurde jetzt 15 Minuten lang geknetet, jetzt muss es für eine halbe Stunde im Kühlschrank ruhen. Sobald das abgekühlt ist, dann nehmen wir Walnüsse und zerkleinern sie. Normalerweise würden wir eigentlich Pinienkerne reinmachen, aber es ist viel zu teuer. Jetzt geht's ran am Storm. Als allererstes brauchen wir eine Mischung aus Wasser und Speisestärke, damit wir uns die ganze Zeit die Hände damit beschmieren können, sodass das Ganze auch funktioniert. Dann nehmen wir etwas hiervon und wiegen etwa 30 Gramm. Ich würde dir empfehlen, erstmal den ganzen Teig als Kugeln zu formen und mir ist es egal, wie viel die bei dir wiegen. Bei mir sind sie normalerweise von 30 bis 50 Gramm. Wir machen zuerst unsere Hand richtig nass. Dann nehmen wir uns so eine Kugel und machen mit unserem Finger so ein Loch in der Mitte. Machen den Finger nochmal ganz kurz nass und gehen dann mit dem Teig um unser Finger herum. Und das füllen wir dann mit unserer Fleischfüllung. Und dann mit dem Zeigefinger und dem Daumen gehen wir dann so drum herum, dass wir es schließen können. Und am Ende sieht es dann so aus. Eine richtige Kuppe. Die müssen jetzt für eine halbe Stunde im Kühlschrank. Beim Braten darf dein Öl weder zu heiß noch zu kalt sein. Das heißt, es muss auf mittlere Temperatur rein mit der Kimbe. Es dürfen jeweils immer nur 4 Stück zusammen gebraten werden. Sobald die dann so eine Farbe erreicht haben, holen wir die dann raus. Noch ein bisschen Zitrone dazu. Ja, Habibi. Und mit Zitrone schmeckt es noch besser.